Flachspieler. Warum denn so türkisch, mein Gott? Also letztens war der in meinem Schrank. Starke! Dann durfte ich dich immer mit Sprühsahne füttern. Oh, Mann! Du bist ein Handwerk, jetzt keine Hobby-Terroristen mehr sein. Du wirst mit mir. Hallo! Wir können schon unser Sugar Daddy werden. Stopp! Es wird auch gemacht, für sowas zu gehen. Nein, ich schade von der Kuchenwasser. Oh. So. Lego. Ich meine, das heißt Klein Maulstein. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Warte, ja, ich habe tatsächlich gelernt, ich habe mir den Bibi Blocksberg Podcast angehört und er hat mir gelehrt, man soll am Anfang eines Podcastes sagen, wer man ist. Hallo, ich bin Birkendirk. Hallo, ich bin Halfen Rudel und in 7 Ländern für gefährliche Kriegsverbrechen gejagt. Hallo, ich bin Tim und ich bin auch dabei. Ja, und herzlich willkommen zu Gedankendurchfall Podcast Folge Nummer 16 oder so. Nee, mehr. Ich glaube, es ist schon 18. 17. Okay. Nee, 17, stimmt, 17. Das war zwar geraten, aber wenn du. Ja, war 17. Oh, Digga. Oh, Digga, Memo, Digga. Mach kein Auge, was auch immer das heißt. Apropos 18, ich meine 17, wir brauchen noch einen Abonnenten für 69 Abonnenten. Hatten wir nicht sogar 69 Abos mal? Weiß nee, ich doch nicht. Hatten wir noch nicht. Okay. Es ist erstaunlich, dass dieser Kanal schon so viele Abos gemacht hat. Alter, echt? Was ich meine, was soll das? Digga, Walla, der Kanal überholt noch Jokes, ich sag's euch. Der Kanal überholt mich noch. Ja. Ja, in der Raid wahrscheinlich bis zum nächsten Upload, ne? Und wenn wir noch Shorts von unseren Podcasts hochladen, dann erst. Ja, warte mal, darüber können wir doch direkt mal reden, oder? Oder fangen wir mit der üblichen Routine an? Lass mal die Routine machen. Die übliche Routine. Okay. Dann, was gegen die Woche? Oh, wir brauchen so ein Was gegen die Woche-Jingle. Ja, das schneidest du dann jedes Mal rein, oder? Ich finde es stark, dass dir das nach 17 Folgen Podcast auffällt. Nein, ja. Ja, guck mal, besser als nie, oder? Also, ich fände solche Jingle fände ich irgendwie geil. Ja, weißt du, also dass wir den dann so Soundboard-mäßig irgendwie reinladen können. Ja, ja, damit das Nils wieder 100 Jahre an diesem Jingle sitzt und sich halber umbringt, deswegen. Das sehe ich. Und du, ich bringe mich schon halber wegen ganz anderen Dingen um. Das können wir auch so. Ne, Marius, Moment. Das müssen wir irgendwo festhalten, sonst vergessen wir das. Auf die Liste damit. Schreib's auf die Liste. Die Liste. Wo ist die Liste? Okay, was? Ah, ich bin schon drauf, ich bin schon drin. Penis tippen. Danke, Tim, das darf ich jetzt wieder zensieren. Penis tippen. Ich finde dieses Wort immer noch so witzig. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein oder zweimal das sagt, der Counts wie im Legend Podcast, dann schneidest du mich raus und dann machst du so ein Blackscreen und dann steht da wieder irgendwas. Du, warte, du hast dir tatsächlich mal einen Podcast angehört. Ich habe sogar kommentiert, dass ich mir angehört habe. Oh, ja, gut. Dann und wie fandest du unseren Podcast? Warum hört man sich den Scheiß eigentlich an? Ist der eigentlich dumm? Ja, reasonable, ne? Ja, Penistitten, ne? Ja, ja. Valide Meinung. Aber fandest du nicht witzig irgendwie so im Nachhinein? Ja, doch schon. Ja, siehste. Obwohl, ich weiß es gar nicht mehr, das war viel zu lang, ja. Ich glaube, es war 3 Wochen oder so. Ja, dann wird es Zeit, sich eine neue Folge anzuhören. Ja, die machen wir doch gerade. Nee, aber du kannst auch die letzte erstmal anhören. Nochmal. Achso, nee, hab ich dann angehört. Dann hört die vorletzte. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was. Ich da schau einfach Maxi. Was? Maximal? Nein. Aber eigentlich. Maxi Grün. Okay, warte. Okay. Das heißt, was ging die Woche? Ja. Was ging jetzt die Woche, Jungs? Was ging jetzt die Woche? Ja, ich dachte, du fängst an. Achso, ich fange an. Ja. Ja, keine Ahnung, ich hatte Schule und ich hab Mathe rausbekommen und erstaunlicherweise nicht unterpunktet. Was hast du? Ich hatte 10 Punkte. Was tatsächlich ganz lustig ist, weil die den Notenschlüssel verschoben haben und einen Haufen echt sehr großzügig bewertet haben. Also ja, keine Ahnung, ich hatte Glück anscheinend. Perfekt. Aber ja, keine Ahnung, was soll ich sonst noch sagen? Ich hatte halt Schule und so.
Ist halt echt monoton so. Bei mir gerade. Ich hasse es auch. Ich meine natürlich, ich habe voll Spaß. Kenne ich bei mir Arbeit. Arbeit. Ja, genau. Nebenbei so ein bisschen Video schneiden. Ich muss es irgendwie fertig bekommen. Das ist furchtbar. Tatsächlich habe ich ein neues Skript geschrieben. Ja. Aber brauchst du unsere Hilfe? Ja. Nee, aber tatsächlich an alle, die sich dann jetzt so denken, boah, Skript. Krass. Freut euch auf ein Video nächstes Weihnachten. Was? Was? Heißt nur, du skriptet seine Videos? Oh mein, was? Oh mein, was? Geskriptet, Digga? Ich dachte, die wären alle real, Bro. Voll fake, der Typ. nee, sondern krank. Es wird höchstwahrscheinlich das Sorry Times Finale. Nice. Ja, boah, das ist eine Reihe. Sterben. Wahrscheinlich so eine Handvoll. Ist noch nicht alles im Skript so vollendet, das muss ich noch irgendwann mal machen. Aber ich muss davor erstmal Physik und Mathe schreiben. Ja. Sonst so? Ich hab schon wieder ganz vergessen, wie es geht. Ja, also bei mir auch Arbeit. Aber ich habe mir heute Morgen was aufgeschrieben, was ich im Podcast erwähnen wollte. Nämlich habe ich mir heute Morgen fast den Darm aus dem Bauch geschissen. Wie ist das passiert, Tim? Ich habe mich auf den Locus begeben, wollte ganz entspannt ein Ei legen. Mhm. Und dann war es doch ein recht großes Ei und recht viele Eier und es hat dann sich so angefühlt, als würde ich mir gerade den Daumen rausscheißen. Ah ja. Und dann hast du das Ergebnis auf scheißebewerten.de bzw. auf ratemypoo. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich toll finde? Gleich mal gucken ins Reddit. Ich habe letztens einem Freund an der Schule einen unserer Discord-Channels gezeigt, weil ich dem die Bibi und Tina-Memes zeigen wollte. So, dann scroll ich da so rum und auf einmal sind da einfach 5 Dinger von Scheiße hintereinander. Wisst ihr, wie der Typ mich angeschaut hat? Nehme ich jetzt. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ne? Ach, das ist der Herz allerliebst. Also wirklich, Dirk, du bist ihr Herz allerliebst. Ich meine, was zum Fick? Also wirklich, Dirk, deine Scheiße ist ihr Herz allerliebst. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, Tim. Diese Stockscheiße. Okay, was ging bei mir die Woche? Was ging denn bei dir die Woche? Arbeit. Und ja, ich habe beim Fahrradfahren, beim Aufsteigen mir den Fuß verknackst. Ah, stimmt, das hast du erzählt. Ja, wie passiert sowas? Ich konnte da irgendwie so 3 Tage definitiv nicht laufen. Nur richtiger Alter, mit einem anderen Bein irgendwo gehüpft irgendwie. Beim dritten Bein. Und tatsächlich tut es immer noch weh. Und die Ärzte, die, keine Ahnung, es ist halt, ja. Sind die halt haben Ärzte, geröntgt, ne? Haben halt geröntgt und gesehen, ja, ist nicht gebrochen. Dann haben sie mir ein Schmerzmittel quasi verschrieben und wow. Und dann halt geil. Gemeint schonen oder so, oder? Ja, schonen, aber das Schmerzmittel sagt ja eigentlich, okay, tritt es raus. Warte, was? Lauf es raus. Ach so, okay. Wenn ich jetzt betäube, würde es ja der gleichen Effekt haben. Das ist, naja, egal. Ärzte, Digga, einfach Arzt sein. Okay, nächster Ablandungspunkt. Was frisst ihr gerade? Ich habe hier eine Packung Spekulatius neben mir. Oh, der weihnachtliche. Mhm. Der weihnachtliche Boss. Ja. Bing Bong. Was, Ungarn? Nein, I. Ich habe ein schönes Brötchen. Und daran werde ich jetzt genüsslich reinbeißen. Ah, ja. Also, ich habe 3 Zimtschnecken und einen blauen Red Bull. Imagine, man trinkt einfach Red Bull, Bro. Das stinkt nach verdammter Diabetes. Nein. Oh, doch. Nein. Du mit deiner. Ich bin echt mittlerweile neidisch auf so Leute, die so. LOL. Die so eine. LOL. Die so eine fucking. LOL. Koffeintoleranz haben. Das ist. Ne, was? So eine Koffeintoleranz haben. Alter, wenn ich um die Uhrzeit einen fucking Red Bull trinken würde, würde ich bis 7 Uhr morgens nicht schlafen können. Das liegt daran, dass du 3,5 Kilo wiegst. Tatsächlich wiege ich mittlerweile unter 70 Kilo. Ja, ich merke. Ja, ne? Was man halt so macht. Du musst aufpassen, sonst kommt der Windstoß und du fliegst weg. Ja. Hätte ich auch nichts dagegen. So. Okay.
Penistitten. Ja, hätte ich auch gesagt, Tim, also wirklich. Weißt, manche Leute sind halt wie so eine Eidechse. Genau. Wo sind wir stehen geblieben? Warte, Eidechse? Boink, boink. Ha? Aha. Aha. Schreischen du? Ich glaube, Jungs, ich glaube, unser Podcast ist mittlerweile echt nicht mehr das, was er mal war. Was? Ja, weil du zu viel Arbeit reinsteckst. Weil, nein, sondern weil wir einfach... Okay. Meinst du, wir müssen wieder mehr Gäste einladen? Nein. Stimmt, Bamu hat sich schon wieder bei mir beschwert, glaube ich. Bamu? Was beschwert denn der? Ja, der eine da, der in dem Hamburg-Vlog mit dem E-Scooter. Ah. Der Hamburg-Mensch. Ich weiß nicht mehr, ob es der war oder wer anders, aber der wollte einen Podcast schreiben und jetzt sind wir schon wieder ohne den Ohr. Ja, naja. Tja, ne? Pech. Naja. Und wir müssen diesen Grüße an Bamu an der Stelle. Wir müssen den Guy aus München noch mit einladen. Ja, müssen wir auch noch irgendwann mal, aber Zeitplan. Nee, nicht den du meinst. Ach so. Ich meine den random Guy vom Enosmos-Konzert, der seinen eigenen Podcast hat. Hä? Ja. Nee, ist Mann. Peter Mann. Man könnte voll das Crossover machen mit Cross. Junge, du willst ein. Hallo, ich wär eher für den Bibi und Tina Podcast Crossover. Also das komm, geil. Das wär's doch. Oh, Kommentare, wenn ihr Bibi und Tina Crossover wollt. Der Typ, der macht einen Podcast über Filme. Die schauen sich immer vorher einen Film an und dann reden sie darüber im Podcast. Hört sich ein bisschen... Man könnte ja mit dem zusammen Bibi und Tina schauen. Alter, ja. Oh ja, das wär's. Das wär's. Das wär's. Das wär wirklich richtig nice. Ja, aber also wie kontaktieren wir diesen random Geist? Ich habe gehört, manche Geisteskranke machen das so. Wir verfolgen einfach sein gesamtes Online-Leben, finden dann am besten so genau wie möglich raus, wer wohnt, fahren dann dahin, gehen zu den Locations und, keine Ahnung, wenn wir Glück haben, finden wir den. Das klingt nach einer Idee, die tatsächlich funktionieren kann. Ja. dann kannst du nochmal Autogramm fragen. Ja. Auf mein Gott, ich kaufe mich gerade. Warte, vielleicht so auf einer DDR-Flagge. Ja. Oh ja, Mann. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ich habe jetzt mal ein bisschen das geordnet in der Liste. Mit den Gästen. Die Liste ist völlig für den Arsch gerade. Überhaupt also, nicht. Also, Jungs, ich wäre dafür... Doch, die ist völlig unsortiert. Ja, aber hey, das ist falsch, das hier. Guck mal, das ist auf Gedankendurchfallniveau, oder? Hier stehen auch noch so voll abgehackte Listenthemen eigentlich noch drauf. Öfter Dirk sagen. Dirk, hallo Dirk. Dirk, wer bist du? Wer bist du? Dirk. Ach, Dirk. So, abgehakt, öfter Dirk sagen. Oh Gott. Dirk. Ja, aber das müsstest du jetzt halt nach unten verschieben. Okay. Wo abgehakt? Also, ich kann es einfach löschen. Nein, musst du abgehakt machen. Okay. Das ist, damit wir irgendwann, wenn wir mal ein Video machen wollen und ein Thema brauchen, können wir in diese Abgehakt-Liste schauen. Warum? Weil dann können wir ein Video drüber machen und dann machen wir nochmal Content raus und dann können wir einfach Richtig. Sagen, wenn ihr noch mehr zu diesem Thema hören wollt, dann schaut, dann hört ihr der Podcast. Dann schaut er einfach in die Shorts von meinem Short-Kanal. An die zwei. Hey, die sind aber voll. Hey, das sind mehr Shorts als du und Nils zusammen auf dem Kanal habt. Tatsächlich. Warte mal, aber ich hab sogar mehr Shorts gemacht. Nur was nicht. Ich hab doch drei. Ja, aber nicht auf deinem Kanal. Ach so, meinst du das? Okay, ja. Ja, weil. Hä? Aber hey, du hast ja auch nicht auf deinem Kanal. Wurde mir jetzt ein autogenerierter Ad zugeteilt. Das kann sein, auf ja. Kanal. Das ist ja unfair. Ist ja voll der Scheiß-Ad. Was ist schon? Kann ich noch ändern? Ich glaub, Tim seine Shorts pockt 2856. Als ob es einen anderen Kanal gibt, der Tim seine Shorts pockt. Anscheinend. Nein. Was? Never. Weiß ich's. Ich glaube, da hat Mathilda von YouTube, Alter, ich will die ganze Zeit Ubisoft sagen. Einfach schön den Marius reingesammelt. Tschüss. So, kann ich den Ad hier noch irgendwo ändern? Ich hab Granatenwerfer. So, warte, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Bei Marius Müslin, glaube ich. Okay. Und zwar von der guten Mathilda von YouTube. Also wegen Marius Müslin, also so.
von. Kannst du dich bitte Dingen Marius Müsli, kannst du deinen Tag bitte zu Marius Müsli machen? Einfach ja, Kenny weh zu tun ist mittlerweile ein Hobby. Warte. Ich weiß nicht, wo ich das machen kann. In den Einstellungen. Ach, leck mich am Arsch. Ja, also nochmal zurück zum zu einem Thema zu kommen. Und zwar, ich habe den Bibi und, nee, nicht den Bibi und Tina, sondern den Bibi Blocksberg Podcast gehört. Oh, okay. Oh. Hey, warte mal, Bibi Blocksberg Podcast. Das sind ja, es gibt, die analysieren dann so ein bisschen die Folgen und so, die Lore von Bibi Blocksberg. Oh mein Gott, haben die schon 9/11 erwähnt? Nein, noch nicht. Generell finde ich den Podcast selber oberflächlich und die verdammten Leute, die das gemacht haben, haben keine Ahnung von Bibi Blocksberg. Schreib den mal, der Hate. Unglaublich. Beschwer dich mal. Du musst mal. Lesen die Leserbriefe oder Leser-E-Mails? Theoretisch könnte man sogar sich bewerben, um bei denen im Podcast mitzuwirken. Jungs, ich hoffe, ihr wisst, was wir machen. Also ich glaube, wir haben jetzt ein neues Ziel, oder? Das wird sowas von nicht klappen, aber okay. Das ist mir egal, die Bewerbung muss da rein. Okay. Mann. Wisst ihr, weil dann können wir uns ja in einem Video drüber aufregen, das weißt du, bei Content so. Und lügt nicht, tu nicht, weil du Videos machen willst. Mir ist aufgefallen beim Hören, es ist total dumm, einen Podcast zu hören, der keine Hintergrundmusik hat. Das ist einfach so langweilig. Vielleicht bist du einfach nicht Bibi und Tini genug. Vielleicht bist du einfach zu alt. Nein, vielleicht sind auch die Kommentatoren viel zu langweilig. Nee. Hallo, ist der Bibi und Tina, der Bibi Blocksberg Podcast. Unterstellt, das ist Blasphemie, was du hier machst. Nein. Doch. Jedenfalls muss ich sagen, dass die Hintergrundmusik in unserem Gedankendurchfall-Podcast vielleicht etwas dazu beitragen kann, dass so viele Leute das hören. Als ich mir den angehört habe, habe ich erst nach einer halben Stunde gemerkt, dass da überhaupt Hintergrundmusik ist. Ja. Das ist ja, das ist ja das Clevere am Design, weißt du? Nein, ich finde, du könntest es ein bisschen lauter machen. Ach, tatsächlich. Euch doch. Nee, nein, mach nicht, das ist voll geil so. Was? Dann komm, ein kleines Stück geht. Maul. Am Ende, ja, okay, Frage an die Zuhörer. Stimmt, ja, die hören sich. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass wir überhaupt Hintergrundmusik haben? Nein. Wer sind sie? Wer sind sie? Aber wo bin ich? Wieso höre ich diesen Podcast? Das ist eine gute Frage. Ja. Warum bin ich hier? Nils, was spielst du eigentlich gerade? Warum weißt du, dass ich was spiele? Erstens, weil ich deine Maus klicken höre und zweitens, weil du die ganze Zeit was spielst, wenn du den Podcast aufnimmst. Ich spiele gerade Brutal Doom. Ich spiele gerade Boom Beach. Boom Beach. Ich finde es fantastisch, wie euch überhaupt. So, kennst du Boom Beach oder ist es zu neu für dich? Was kenne ich? Boom Beach, hallo, das ist wie Clash of Clans, nur mit mehr Waffen. Das kenn ich tatsächlich nicht. Dirk ist alt. Mann. Ich hätte gerne einen Hashtag Dirk ist alt in die Kommentare. Ja, ich auch. Ich nicht. Warum denn? Weißt du, wie es. Achso, ja, guck mal, wir sind aber die Reporter der Wahrheit. Es kann nicht alles verdeckt bleiben, man muss schon mal Sachen ans Licht bringen. Genau, wir sind verlässlicher als. Keine Ahnung, was ist denn so verlässlich? Maxis Video über Knuspertorscht, jedes sechste Video. Oder, ne, das hat er gar nicht mehr gemacht, oder? Nee, der meint ja doch. Scheiße, ich hab schon wieder Maxi in die Suchleiste eingegeben, das ist unglaublich. Maxi, mach mal dein Ad zu Maxi, danke. Ja, halt echt, das ist unglaublich. Maxi, fick dich ins Knie. Aber es ist echt so. Man schaut immer nach Maxi. Ja, aber ich glaube, es ist noch die einzige, die Maxi zu dem sagen. Der Rest von der Welt ist ja grünes Gestrüpp. Ja, aber guck mal, der Rest von der Welt ist halt nicht so cool. Ja, der Rest von der Welt, der kennt doch nicht Maxi seinen Ausschlag von innen und von außen. Du kennst es auch nur von außen. Du weißt nicht, was in Görlitz alles passiert ist. Ach so, ja. Weißt du, ich glaube, also von dem, was ich weiß, will ich glaube ich auch gar nicht wissen, was alles. Also, ne? Ja. Oh Gott. Ja. Irgendwann mal wird ein Video kommen. Also, ich richte mich mal ins gemeine Volk. Irgendwann mal kommt bestimmt ein Video. Oder vielleicht auch nicht.
Je nachdem, wie Maxi Bock hat. Oder Tim. Oder aber von mir wird nichts kommen, fickt euch. Ich muss mich erstmal wieder zum 7. Mal über mich selber beschweren. Okay. Ja. Ha. Mord, was hat die Liste? Ich weiß nicht, da sind so sehr viele Themen drin, die wir schon abgehakt haben. Ich bin gerade dabei, das ein bisschen zu sortieren. Frauen und Brei im Freibad. Was? Top oder Flop? Ich glaube, das war der Film, wo den Dirk... Denke ich. Ja. Welcher Film? Der mit den... Das war der Film Freibad. Den müssen wir mal schauen. Aha. Ja, der Nudel oder Waller, Nils, fick dich. Was? Ja, Nils. Nudel oder Waller, Nils, fick dich. Ach so. Warte, das hat ja doch bestimmt noch irgendwas damit zu tun, dass ich irgendeine krasse Überleitung dazu wollte, Ach so. Ja, genau. Penistitten. Ja. Nee, ich weiß wirklich nicht mehr, was das sollte. Geht's darum, dass die Nudel eine Lore hat? Ich weiß es nicht. Lass einfach stehen. Okay. Lass einfach stehen. Okay. Ja, das aber wichtigere Frage, wie war der Sommer? Oh, das haben wir tatsächlich noch nicht besprochen. Doch, wir haben doch eine Zusammenfassung. Ja, aber so abgesehen davon. Was willst du denn abgesehen noch machen? Ja, ich finde es aber auch stark, im November über den Sommer zu reden. Ja. Das hört sich nach einer Gedankendurchfallsache an. Um ehrlich zu sein. Okay, also wie war der Sommer, haben wir abgehakt, das war cool. Der Sommer war gut. Ja. Viel Urlaub. Viele Sachen erlebt. War schon Pock. Ja, okay, würde ich nochmal machen, wenn ich könnte. Nächster Stichpunkt, Kamerapock. Die pockt die pockt tatsächlich immer noch. Pock. Echt? Ja. Mach noch deine Filmchen. Ja. Oh ja. Hallo. Der ist doch schön. Der ist doch immer so zu sehen, wie die Jugend von heute noch Interessen hat. Ja. Das Einzige, Alter, was mich gerade ein bisschen blockiert, ist, dass ich einen neuen Computer brauche. Immer noch? Ja. Ja, wann hat denn der sich einen neuen gekauft? Und das ist ein bisschen tricky. Nett. Weil eigentlich möchte ich mir schon was Ordentliches holen, aber ich möchte auch nicht zu viel ausgeben. Schwierig. Da gibt es... Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Ja, ich bin ein bisschen davon abgekommen, mir einen Fertig-PC zu holen. Jo, Hardware-Rat, kannst du uns vielleicht ein Sponsoring anbieten? Was bitte? Solche Videos zu dem Thema helfen ja bestimmt auch dabei, dich damit zurechtzufinden und so. Genau. Weißt du, wo die dann tausende verschiedene Fachbegriffe aufsagen? Irgendwie musst du ja, guck mal, die kannst du ja dann googeln. Du musst ja irgendwie anfangen, mein Herr. Mein Herr. Ja, Alter, das habe ich auch schon mal versucht. Ich weiß, was viel Leistung ist. Die Frage ist, wie viel Leistung brauche ich? Da recherchieren. Wobei, ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich irgendwie auch jemanden in den Kommentaren von diesem Podcast geben, der dir helfen kann. Weißt du, alles Hardware-Rat. Ja, ich helfe dir, einen Computer zusammenzustellen. Ja, klar, ich mache das. Es haben schon so viele Leute gesagt und niemand hat das wirklich dann im Endeffekt gemacht. Ey, du musst auch was fragen, hallo? Ja. Wie gesagt, ich helfe gern da, wo ich kann, aber da, wo ich nicht helfen kann, da helfe ich nicht gern. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine 3090 Ti brauche oder ob ich eine 3070 brauche oder eine 3080 oder eine 4090 oder was weiß ich. Was? Das sind Grafikkarten. Ja, schon, die haben so Ventilatoren drin. Brrr, ja. Okay. Ich meine, ich weiß schon, in welche Richtung es gehen soll. Es soll ein leiser PC sein, der nicht so viele RGBs hat, der eine gute Grafikkarte hat, einen guten Prozessor hat und fertig. Ja, dann... Das soll's. Ja. Kauf dir denn doch, bist du dumm? Kauf doch, mach doch, tu doch. Ja, aber welche Grafikkarte soll ich nehmen? Die linke. Wow. Boah, ey, ganz ehrlich, ich glaube, da muss man sich mal irgendwie so ein Wochenende lange hinsetzen, wenn es ruhiger ist und da wirklich recherchieren. Ich hab schon herausgefunden, dass die Nvidia-Grafikkarten fürs Schneiden gut sind. Dann hast du schon ziemlich runtergefistet. Ja, aber welche? Es gibt so viele. Das ist der nächste Schritt. Aber guck mal. Fortschritt, mein Lieber. Wow. Wie sagt man, Rom wurde ja auch nicht an
einem Tag Gemüslied. Ne? Und tatsächlich habe ich einfach mal geguckt, was so die Preise von den Grafikkarten machen. Die waren ja im November sehr weit unten. Tatsächlich steigen die jetzt wieder, weil die Leute einfach sich Computer zusammenstellen. Genau jetzt, wo ich das auch machen möchte. Ups. Yeah. Ja, das, ich glaube, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ja, das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Tja, aber gut, da können wir jetzt im Podcast so viel drüber reden, wie wir wollen. Ich glaube, ohne die Recherche wird's nichts. Also, Jungs, wenn sich einer von euch mit PCs auskennt, fahrt gern zu Dirk nach Hause und kauft ihm einen PC. Baut ihm, brecht bei Dirk mitten in der Nacht ein, wie der Weihnachtsmann, und hinterlasst ein schönes PC-Lein. Ich meine, die 3090 Ti, jetzt mal so als Beispiel. Ja. Die war am 8. November bei 1340 Euro. Ungefähr im Schnitt, niedrigster Preis. Der ist doch. Und jetzt? Ja. Jetzt ist sie wieder bei 1700. Hm. Elendig. Warum kostet der Scheiß so viel? Weil. Bei Weiland. Und ich glaube, wie viel hat mein PC gekostet? Ja, gut, aber das ist auch bei weitem besser als deine. Ja, ich weiß. Und dann, das nächste bei den Grafikkarten ist wieder, nimmst du dann die von Asus oder die von MSI oder die von. Die haben halt auch irgendwie, glaube ich, eins, ne? Was weiß ich? Irgendwie. Oder von Asus ROG oder von TUF oder von. TUF. Leck mich doch, es ist. Ja, leck mich doch, das ist mein Motto. Fuck mich einfach nur noch so ab, dass das so vollkommen undurchsichtig ist, was man da jetzt am Endeffekt zusammenstellen sollte. Ja, das ist bestimmt einfach so, dass die Leute sich so denken, wow, ich kaufe mir was Teures, denn dann passt. Das ist bestimmt irgendeine Marketing-Taktik, ja. Hm. Nee, aber wie gesagt, da muss man sich mal hinsetzen. Oder Community-Hilfe anfordern. Oder wie Tim einfach fett husten. Oder wie Tim einfach nichts machen und alles benutzen, bis es zerfällt. Tim, Moment. Ja. 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 Pain. Anyway. Anyway, ich meine auf jeden Fall. Ich mein auf jeden Fall, jetzt kommt Dirk gleich wieder. Ich find's lustig, dass du jetzt hier der auf jeden Fall-Typ geworden bist. Das finde ich auch immer noch witzig. Ich verstehe, was habt ihr immer mit dem. Ist es halt ein Wort? Fickt euch. Nein, es sind zwei. Das ist nein, ein drei. Füllwort. Nee, für mich ist es ein Wort. Es ist das ist ein sag mal. Auf jeden Fall. Nils. Ja. So hüpft der Hase. Das ist vor allem ein Wort, was man bei dir forcieren kann. Man muss dich bloß aus dem Konzept bringen, dann sagst du dieses Wort. Ja, weil man sich damit halt ganz gut strukturieren kann. Da kann ich direkt eine These drüber schreiben. Mach das. Genau. Warum auf jeden Fall das beste Wort ist, ja. Aber eine Sache, die bei mir noch passiert ist, das war jetzt nicht diese Woche, aber ich hatte Studieninfotag. Okay, was studierst du? Keine Ahnung. Ja, das hat mir einfach null geholfen, das war toll. Naja. Was macht man an dem Studieninfotag? Du gehst entweder zu einer Uni oder zu einer Hochschule und guckst dir das physisch an, oder du machst es nicht physisch, sondern online. Ich hab's online gemacht. Ja, das ist auch online. Ich hab geschlafen. Also, das hört sich nach dir an. Das ist ja voll behindert online. Ich fand's. Das macht gar keinen Sinn, sich sowas anzugucken über online. Wieso denn? Ja, dann hocken die da an ihrem Tisch und erzählen dir was über ihre Uni. Ja, nicht nur über die Uni, sondern halt auch über die Studiengänge. Ja, top, das kannst du nicht irgendwo auf der Website nachlesen. Tatsächlich hast du halt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so, das habe ich auch gemacht. Aber was haben sie gesagt? Was hast du so gefragt? Ja, ich habe so was habe ich denn gefragt? Ich habe gefragt, ob die PDF, die PowerPoint von der Präsentation irgendwo hochladen. Ja, top. Ja. Hallo, habt ihr eine Website? Ja, tatsächlich haben sie eine Website. Wer hätte es gedacht? Ich war genauso überrascht wie ihr gerade. Ich merke gerade, ihr seid auch komplett geflasht von dieser Information. Definitiv. My honest reaction to this information. Bam. Womit jetzt, wie läuft's? Womit? Mit, ich hab den Namen vom Spielbuch vergessen. Ja, läuft gut, ich, töten. Ah!
Genau. Schöne Woche wieder hatte. Ja. Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Nee. Ja. Ich freue mich auf die Weihnachtsferien, aber nicht auf Weihnachten. Ja, ich auch, weil habe ich Urlaub. Ei. Urlaub. Hast du schon mal was geplant? Gibt es sowas im Osten oder? Ja, Urlaub gibt es tatsächlich. Nein, da gibt es nur 24-Stunden-Schichten. Wie einfach, wenn du bei Frostpunk. Was ist Frostpunk? So ein Spiel. Da habe ich letztens auch aus Versehen 7 Stunden am Stück gespielt. Passiert euch das halt? Nee, es gräbt immer irgendwelche Spiele, aber sie hat dann 100 Stunden durchspielt. Nee, das war irgendwie von einer halben Ewigkeit mal kostenlos auf Epic. Ja. Du gräbst irgendwelche Spiele aus. Achso, ja, und dann spiele ich die und dann ist auf einmal 3 Uhr morgens. Ja. Kann schon mal passieren, ne? Ja. Ja, meine Nachbarn glauben mir das nicht, aber ja, die meinen, ich habe irgendein Problem, also ich finde die lügen. Das ist doch gut, deine Nachbarn bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Ja, gut, das vielleicht auch, aber das zählt nicht, okay? Okay. Ja. Wollen wir das Thema Videofortschritt nochmal nehmen? Können also, wir. Mach mal. Das kann man immer gut melken. Ja. Nils melken. Oh Gott, warte, das gibt mir ja Dresden Flashbacks Hilfe. Marius melken. Marius Melkfett. Ey Dirk, warte mal, Dirk. Ich muss kurz deine Meinung zu was wissen. Einer aus meiner Stufe hat zu Kobi letztens Fake Lego gesagt. Was sagst du dazu? Dazu sage ich, die Patente sind ausgelaufen. Aber ich dachte, jetzt kommt. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ich dachte, jetzt kommt so eine schöne, keine Ahnung, einfach so eine hasserfüllte Nachricht, aber nein. Nein, türkisch alt. Türkisch nicht alt, türkisch freundlich. Lego heißt ja nicht, dass es jetzt schlecht wäre. Sie bringen ja auch immer noch gute Sachen raus, aber das Problem ist, wenn halt 80% einfach scheiße sind, dann kaufst du halt doch lieber Kobi, ne? Ja, hätte ich auch gesagt. Vor allem, weil Lego keine Tigerpanzer hat, aber. War ja dicht. Ja. Was? Marktlücke, ne? Marktlücke, eindeutig. Marktforster. Marktforster. Hallo, ich bin Marktforster. Marktforster. Finde ich witzig. Ja, Videofortschritt. Also bei mir, es stockt, aber es geht irgendwie voran. Was ist denn das eigentlich nochmal für ein Video und wann hätte es ursprünglich rauskommen sollen? War das nicht das, was eine Woche nach dem anderen kommen sollte? Richtig. Ach, Dirk. Dirk. Das ist ein bisschen her. Nee. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlechter. Nein. Aber nein, falsch. Falsch. Ja, ich bin sehr schwierig. Also es ist sehr schwierig. Ich würde wirklich gerne irgendwie die Videos ein bisschen einfacher gestalten, damit sie regelmäßiger kommen können. Ich glaube, wir haben gerade Besuch bekommen. Bist du dumm? Oh oh. Hier, wir haben gerade Besuch bekommen. Scheiße. Okay. So. Ja, oh oh, oh hoppala. Wie Besuch? Ja, na, irgendwer ist gerade hier. Ich höre gerade Gespräche aus der Küche. Die russische Nachbarin. Hier war niemand. Was? Niemand war hier. Niemand war hier, niemand wird jemals hier sein. Ich bin alleine, helft mir. Die Stimmen in meinem Kopf werden laut. Scheiße. Warte, was wollten wir? Ah, Videofortschritt. Ja, Dirk, wann kommt das Video? Kennt ihr. Ha. Ja, wir wollen Antworten haben, okay. Ich hoffe Birkendirk, Folge 537. Wo war Dazu werde ich mich weigern. Im Arbeitslager. Ja. Ja, weigere dich mal schön im Arbeitslager. Ja, das passiert mit unbirkigen Birken. Lenken wir die Frage weiter. Okay. Also, Nils, du hast ein Skript geschrieben. Ich habe ein Skript geschrieben. Wie weit bist du in der Lage, das demnächst durch? Nein! Lies doch mal vor! Lies doch mal vor. Ich schreibe mit. Okay, warte. Diktier mal. Warte, ich muss kurz die Word-Datei aufmachen. Die Word-Datei. Ja, das wird kurz dauern. Derweile könnte Tim erzählen. Ich muss noch überlegen, ob ich das Video mache oder ein anderes Video. Und wenn ich das Video mache, dann muss ich erstmal recherchieren. Und wenn ich ein anderes Video mache, muss ich damit anfangen. Perfekt. Ja. Warte.
Lass doch über Maxi reden, der macht wirklich Videos. Okay, also. Okay, ich, ganz ehrlich, ich werde das jetzt einfach so machen. Ich werde das schon irgendwie schneiden. Alter, dieses ich werde das schon irgendwie schneiden ist ein ganz schlechtes Zeichen, weißt du das eigentlich? Ich meine, ich werde schon irgendwie In drei Wochen kriege ich um 3 Uhr nachts irgendeine Sprachmemo. Oh Tim, Digga, kannst du mir mal was einsprechen? Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde einen Einspieler gemacht um das Video, weißt du, für den Podcast. Ja, und ich brauche dafür noch ein bisschen. Also nächstes Jahr kommt der scheiß Podcast online, okay? Weißt du, das mit dem nächsten Jahr ist gar nicht mal so absurd. Ja, fick dich ins Knie, also. Also, nee, ich schneide das wahrscheinlich einfach raus. Aber ich kann euch das ja mal vorlesen. Warte, aber haben wir heute überhaupt die Zeit dazu, dass ich so ein längeres Stück rausschneiden kann? Ich glaube nicht. Nö, haben wir nicht. Okay, ich lese euch den ersten Paragraphen vor. Schreit. Nein. Also, Doom Glory Kill Einspieler, Freeze Black and White. Yep, das bin ich. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ich in so einer Situation... ich glaub's nicht, Mann. Switch zu Nudel vor Mikro. Schon wieder nennen, wo warst du? Ach, es kann doch nicht sein, dass jedes halbwegs existenzwürdige Video mit Ich war ein bisschen weg anfängt. Scheint ja eh ein Running Theme in der Community zu sein. Ansicht hinter Nudel, man sieht Bildschirm mit Videoausschnitten von Perga und so, wo man sieht, dass länger weg waren, sind keine Ahnung. Ey, das ist mir jetzt zu blöd. Steht auf und verlässt Sichtfeld. Fang das jetzt anders an. Ich steig in Wagen ein. Man sieht nur Innenraum und so drehe Schlüssel um, währenddessen über Schulteransicht so durch Windschutzscheibe so. Ich bin quasi in Distance. Ich beschleunige. Ich bin so quasi in Distance. Ich beschleunige. So, wie ging das jetzt nochmal? Währenddessen zoomt die Kamera in Third Person in Distance. Ja. Ist aber stark. Wenn du es umgesetzt kriegst, ist es stark. Ja, wenn ich es umgesetzt kriege, ne? Mal schauen, wie das laufen wird. Ja, das klingt sehr abstrus. Ich verstehe, worum es geht und ich verstehe, was Nils damit machen möchte. Ich find's stark. Yay. Bis auf das ja der typische Nils-Anfang ist, dass irgendwer irgendwas sagt, stirbt, dann mal irgendwas sagt, stirbt und dann geht's irgendwann los. Ja, aber ganz ehrlich, das macht mich glücklich. Mein Leben ist sehr... Ja, das glaube ich dir. Ist es gut oder schlecht, dass du mir das glaubst? Was sagt das über unsere Beziehung aus? Ja, du fickst mich zu wenig. Okay. Tja, Tim, musst halt bis Weihnachten warten, was? Was? Hä? Das ist ja Frechheit. Oh Gott, ja. Können wir... Ich meine, an meine Ehepartner... Ja. Bussi. Bussi aufs Nussi. Jokes und Zitroni, nein. Warte mal, redest du? CDHS. Welche Bedeutung? Nasenwurst. Oh, Alter, ich bin richtig raus, das ist unglaublich. Grüße gehen raus an Nasenwurst. Ja, Grüße gehen raus an Nasenwurst. Genau. Nils, was möchtest du mir sagen? Ja, welche Bedeutung von dem Wort hast du gerade gemeint? Von welchem? Ja, du hast doch gerade das B-Wort gesagt. Bedeutung. Nein, davor, als du. Bargeld. Okay, lassen wir es. Ich glaube, der Gedankendurchfall hat eh wieder zugeschlagen. Also Bussi aufs Nussi. Ja. Aber. Hä? Ich gebe ein Bussi auf das Nussi. Was gibt's denn für mehrere Bedeutungen von Bussi aufs Nussi? Nun ist erst. Ja, Google. Ja, okay. Lassen wir es mal. Ja, da google ich jetzt, was Bussi aufs Nussi heißt. Meine Fresse. Ich sublimier gleich. Du kleiner Wichser. Das ist schrecklich. Ich meine, für alle, die es nicht wissen... Das ist schrecklich. Sublimieren. Mit der Bussi aufs Nussi, Bussi aufs Bauchi-Tour möchten wir die Wichtigkeit einer ausgeglichenen Mitte aufmerksam machen. So Christoph Waffrig, Geschäftsführer Danone Österreich. Ne, okay, gib mal nur das erste Wort ein. Bussi. Ja. Substantiv Neutrum, besonders süddeutsch, österreichisch, familiär, Bussau. Ich hasse es. Das Bussi, des Bussis, dem Bussi, das Bussi. Die Bussis, der Bussis, den Bussis, die Bussis. Das ist so genial, wir können keins von den Wörtern reinschneiden. Okay. Warum denn? Egal, okay. Hallo! Ich denke auf Urban Dictionary.
Warte, wie schreibt man das? Okay, aber es hört sich an wie das andere, deswegen. Ja, hä, wieso sollte man das nicht rein? German slang for a kiss meant to make someone feel better when injured. It's mostly used to comfort children and it's generally seen as a childish, immature word. Oh, would you like your pussy to make it feel better? Bei Emma 2710 August 19 2009. Wie schreibt man das? B-U-S-S-I. Warum solltest du das nicht reinschreiben? Warum sollte ich, ja, weil es sich anhört wie ein anderes. Ja, schreib mal oder sag mal, was für ein anderes. Warte. Nils fuckt mich ab, weil er kein Deutsch kann. Ja, okay, Jungs, überbrückt die Zeit. Ich muss recherchieren. Okay, nächstes Thema. Immer diese Thema. Ausländer, die kein Deutsch können. Warum sind die überhaupt noch in diesem Podcast? Es ist unglaublich. Straftaten in der Kindheit. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal. Die hatten wir schon das mal. Das Thema, ja, das hatten wir, glaube ich, irgendwann am Anfang. Ja, okay, dann sollten wir das überspringen. Oder hast du noch eine Straftat in der Kindheit? Ich war so kriminell süß in der Kindheit, aber ja. Naja. Safe. Straftaten. Jetzt gesteht Tim, dass er mal 10 Center Shocks bei einem Dingsladen geklaut hat. Beim Dingsladen? Beim Dingsladen. Ach so. Auf jeden Fall, Dirk, hast du da eine? Das mit dem Busch habe ich ja schon mal erzählt. Hast du einen Busch angezündet? Nee, warte, du hast keinen Busch angezündet. Nee, den Bus hast du ja auch nicht. Ein Kumpel von mir hat einen Busch angezündet. Alter, Nils, bist du echt behindert? Ja. Wie willst du einen Männerarsch aufs Nussi geben? Wie stellst du dir das vor? Ich raff gar nichts mehr. Bussi heißt auf Englisch irgendwie Boy oder Männerarsch. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Weiß nicht, ja, okay. Ja, deswegen soll man im deutschen Sprichwort das meinen. Ja. Mann, lern doch Deutsch, Alter. Das ist unglaublich. Alter, echt? Ja, nein, hallo? Hallo, sehe ich aus, als habe ich Deutsch LK? Nein? Ja. Ich weiß nicht, wie du aussiehst. Was? Nee, du weißt nicht, wie ich aussehe. Okay, ich würde die Straftat aus der Kindheit mal nach unten verschieben auf abgehakt. Straftaten in ihres Kindheit, kein Deutsch. Ich verstehe. Tim, was meinst du? Du weißt nicht, wie ich aussehe. Das ist Tim, ich glaube, das müssen wir mal klären. Ja, schick mal Bild. Ach so, ja, nee. Nackt. Du meinst im Tim-Kostüm? Ja, oder so. Ich komm hier nicht raus. Fahrstühle. Fahrstühle. Ja, sag mal was zum Thema Fahrstühle. Die sind ganz ehrlich. Was haltet ihr vom Fahrstuhl? Ich hasse Fahrstühle. Finde ich übergeil, weil da muss man nicht laufen. Ja, aber die machen mir Angst. Ja. Die machen mir Angst. Warum denn? Es gibt kein sichereres Fahrzeug als den Fahrstuhl. Ja. Seit wann ist ein Fahrzeug ein Fahrstuhl? Oder keine sichere Bewegung. Kein sicheres Vehikel. Selbst beim Laufen könntest du irgendwie stolpern. Selbst beim Fahrradfahren. Ja. Nils, warum hast du Angst vor Aufzügen? Aufzüge sind verdammt nochmal sehr sicher. Schon mal einen Aufzug in echt gesehen? Ja, ich war sogar schon oft in dem Aufzug drin. Echt? Ungeschützt. Oh, okay, ja, gut, dann überlege ich es mir vielleicht mal anders. Besser ist nach es. Nach carefuler Inspektion. Ich bin tatsächlich schon mal in einem Aufzug stecken geblieben. Echt? Ja, Tim auch. Was ist eigentlich mit dem Niveau von diesem Podcast passiert? Warum? Das liegt daran, dass du nicht aufpasst und mich zurückhalten kannst, dass du einfach nur am Gamen bist. Nein. Nein. Das Niveau geht dann flöten, wenn jetzt du mal startest. Okay. Weißt du was, dann machen wir das mal so. Tut mir leid, ich versuche meine... Und damit ein herzliches 1-5-8-4-8 Besko. Wie heißt das? Sag nochmal. Was? Gonzales! Penis-Titten. Ja, Fahrstühle. Warum habe ich das aufgeschrieben? Fahrstühle. Also, auf jeden Fall. Ich glaube, die Folge wird wieder einiges an zusammenkleben und rumschieben brauchen, damit die anhörbar ist. Junge! Mann! Lass die doch einfach! Nein! Das mussten die Auseinanderschieben rumschieben. Tatsächlich, ich glaube, es gibt mittlerweile locker 1,5 Folgen an Gedankendurchfall, die ich dich entfernt habe. Fick dich ins Knie, Alter. Warum heißt der Scheiße Gedankendurchfall? Du kannst doch Gedanken festschießen, wenn du willst.
Meine Fresse. Das Problem ist, der Content, also die Themen sollen... Der Content, du hast dich an die Maxi, Alter. Die Themen sollen zerfressen sein und nicht die Gehirne der Zuschauer. Hä? Doch, ich glaube wahrscheinlich sowas in der Art haben wir auch in der ersten Folge gesagt, dass es genau so sein wird. Ja, es ist ja auch genau so. Okay. Es ist unglaublich. Okay. Nee, aber hallo, ich meine, es gibt so viele, es gab so oft irgendwie so Hohlpausen von so einer halben Minute. Was lässt man doch nicht drin? Doch! Doch. Ja, aber... Was ist mit dir, Alter? Machst du gerade ein Video? Ganz ehrlich? Du musst nicht jeden Schnaufer rausschneiden. Ja, Disney. Du meinst, ja, doch, so kommst du mir aber vor. Alter, komm schneller mit Jump Cuts, Alter. Meine Fresse. Das könnte man auch mal probieren, so ein Podcast. Fick dich, nein. Oh, das wäre lustig. Das können wir mal zum 1. April hochladen. So ein. Ja, dann kann schon mal im Januar damit anfangen. Das heißt, du schneidest echt so Redepausen raus? Ab und zu, ja. Warum? Die Leute müssen doch wissen, dass wir Idioten sind. Alter, ich schneide die demnächst. Das geht mir auf den Sack. Tja, das war alles nur ein cleverer Trick, um Tim das dazu Zensur. Zu bringen. Ja, das kotzt mich so ja, dermaßen. Ja, dass ich euch zensiere, ist euch hoffentlich schon seit längerem klar, oder? Ja, aber klar, Zensur von Sachen, die wir nicht mal sagen. Ja, eure Existenz wird auf ein Minimum beschränkt. Ja, dann nennen wir den scheiß Gedanken Feststoff produced by Nils. Ja, Tim und Dirk sind auch dabei. Tim, man muss sagen, du hast seit den ersten Folgen wirklich eine viel dominantere Rolle angenommen im Reden. Nein, weil ich zensiert werde. Wenn ich was sag, oh, hoppala, das haben wir jetzt rausgeschnitten. Ja, fick dich, Tim. Das höre ich dann zwar ähnlich, aber... Naja. Ja. Okay, ich weiß schon, wie ich den Podcast nenne. Ich weiß schon, dass genau das, was ich gleich gesagt habe, rausgeschnitten wird. Oh, hoppala, da. So ein Mist aber auch. Da war die Tonspur weg. Mann. Da bin ich wohl ein bisschen auf der Tastatur ausgerutscht. Schub, Steuerung K, hups. Scheiße, ach du. Ja, passiert halt, ne? Ja. Okay, Jungs, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich versuche gerade die Liste. Kann ich mich bei Verdi bewerben und gegen meinen Chef klagen? Was? Haben die irgendwie so ein Kontaktformular? Bei Verdi. Warte. Bei Verdi. Wieso? Gegen wen willst du klagen? Dich. Ich bin doch dein Chef. Natürlich, du zensierst mich ja. Nein, ich bin nur ein Vertreter der chinesischen Regierung. Mitglied werden. Gibt's noch irgendwas zu Lego zu sagen? Können die aufhören, so teuer zu sein? Ja, nee. Oh. Schade. Ja, gut, dann, ja, Lego ist abgehakt. Lego war cool. Kauft euch gebrauchtes Lego. Muss man das nicht irgendwie waschen? Ja, das geht voll easy. Hab ich schon gemacht. Schon mal Lego gewaschen. Das hört sich ziemlich schwierig an. Nee, das gibt so Wäschenetze. Ja. Das ist so halt ein Mikrofaserstoff irgendwie. Mhm. Und das kriegst du irgendwie für, keine Ahnung, 5 Euro oder so bei eBay. Mhm. Und dann haust du das ganze Lego rein und dann wäschst du das und dann hast du sauberes Lego. Sauberes Lego, Alter. Musst halt vorher noch die ganzen Sachen mit Aufklebern irgendwie raussammeln. Aber ja, aber die bleiben ja dreckig. Oder musst du die einzeln mit so einem. Ja, besser ist, wenn die Aufkleber dann halt komplett weg sind. Besser ist es, wenn es keine 11 Kleber gibt. Höre ich schon einen gewissen Herrn. Hessen, der. Einen gewissen. Ich habe noch sein Gesicht im Kopf, wie er so komisch guckt. Wer ist der Mann? Das Erdmännchen. Dirk, Hilfe. Welches Erdmännchen? Ja, der YouTube-Mensch. Der Held der Steine, du Scheiße. Ach, Held der Steine, meine Güte. Wie heißt der nochmal mit Namen? Thomas? Thomas. Thomas Panke? Pranke? Irgendwie sowas. Held der Steine, Inhaber Thomas Panke. Ja. Ja, das würde jetzt ein gewisser Thomas sagen, genau. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, Jokes ist da eher mehr versiert, rendiert, sublimiert. Einfach so ein random Video auf dem Kanal hochladen, ja. Ich mache jetzt übrigens keine Comedy-Videos mehr oder keine, ja, Knuspertoast-ähnlichen Videos mehr, sondern ja, ich mache jetzt nur noch Lego-Builds oder so und dann, ja. Genau. Haben die versandt? Was machst du?
Einfach so komplett. Ah, nee, ich kann nur 10. Ich kann leider nur 10 auf einmal bestellen, scheiße. Ich wollte gerade 200 Grundgesetze schicken. Was? Achso, stimmt, das kann man irgendwie kostenlos bestellen, gell? Ja, die kann man kostenlos bestellen. Ja, schick mir mal 10 Packen Grundgesetze, Alter. Nein, ich kann nur 10 auf einmal bestellen. Ja, dann bestell 10 auf einmal. Ich weiß auch schon genau, was passieren wird, wenn ich mir ein Postfach einrichte. Du kriegst Sticker, Jungs, Sticker. Dirk, wir haben noch letztens, während ich Doom gespielt habe, Bulli, will ich auch anmerken, hat Dirk eine wundervolle Idee ausgebrütet. Ja, die steht ganz, ganz unten in unserer Liste. Die haben wir schon mal angesprochen gehabt, aber nur nicht so for real. Vorhaben. Also ich hab noch eine... Du hast noch? Ja, also ich habe jetzt in unserer Liste noch ergänzt, Vorhaben, alles so Sachen, die wir noch machen müssen, um so unseren Podcast weiter voranzubringen. Gut werden. Okay, warte. Gute Podcasts aufnehmen. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Perfekt. Ja, und sonst, was haben wir noch? Ja, Sticker entwerfen. Also wir wollen Sticker für uns entwerfen. Das heißt, wir machen Gedanken durch was Podcast-Sticker, dann machen wir Birkendirk-Sticker, dann machen wir Nudel-Sticker und dann machen wir Timothy-Sticker. Und diese Sticker werden wir entweder irgendwie dorthin pappen, wo wir halt gerade so sind, oder keine Ahnung, irgendwie mal im Urlaub oder so. Und die witzige Idee hätten wir noch, und zwar, man könnte diese Sticker auch an Zuschauer versenden. Junge. Das wäre irgendwie funny. Das wäre irgendwie richtig, richtig funny, wenn Leute so Sticker von uns haben. Weißt du, sie irgendwie so für die Produktionskosten dann halt irgendwie zu den Leuten schicken. Aber da musst du ja irgendwie einen Shop einrichten. Du, Kleinanzeigen, einfach irgendwie einen Channel machen und dann, keine Ahnung. Ja, oder gibt's... Oder Patreon. Aber warte mal, gibt's dafür nicht so ganze Storefronts, irgendwie wie Etsy oder so, wo wir das dann einfach reinstellen können und dann... Oh, Etsy wäre auch gut. Weil ich weiß nicht, ob du bei Etsy zwingend einen Gewinn machen musst, aber zur Not können wir es einfach so einstellen, dass wir einfach so billig wie möglich machen, dass wir auch bei null rauskommen. Ja. Aber vielleicht reicht einmal Anzeigen. Ich glaube nicht bei null. Kleinanzeigen irgendwie. Ach, willst du ins Minus gehen, Tim? Nein. Hallo, ich will Profit. Profit. Ist ja unglaublich. Junge, Alter. Mach ich das hier für lau, oder wie? Ist ja Frechheit. Tim, ich bezahle dich schon mit diversen Substanzen. Außergeldlich, hoffe ich mal. Ja, mit diversen Substanzen. Nein, ich will keine Substanzen. Die krieg ich aber. Ja, dann ist das Projekt tot. Da bin ich du tot. Nein. Okay. Ja, also Frage an die Zuschauer. Wie findet ihr Sticker von uns? Ja. Würdet ihr sowas feiern oder so? Ja. Wäre das cool? Aber ich muss schon sagen, ganz ehrlich, ich glaube, wenn sich das überhaupt jemand holt, dann sind das so zwei Leute einmal. Also. Ja, und? Dann haben wir halt den Rest so für uns. Ja. Können wir die über ganz Deutschland verteilen? Dann können wir so, ja, können wir so, ja, Hotspots, weißt du, bist halt im Urlaub oder so? Oder bist halt irgendwie im Ausland irgendwie? Wisst ihr, was wir machen können? Wir können so Special-Podcast-Folgen aufnehmen. Und die in so QR-Codes verstecken und die QR-Codes dann an irgendwelchen Orten anbringen. Das wäre funny. Ja, und dann lässt man so eine halbe Stunde einen Einspieler produzieren und den durch in so einem QR-Code verstecken und den tun wir dann irgendwo in der Parkbank kleben, dass niemand den findet. Das ist doch eine Top-Idee, oder? Nein, komm mal. Nein, stell mal vor, wir kommen mal wieder nach Dresden. In Dresden gibt es ja auch Orte, wo viel los ist. Und dann geben wir Dirk, keine Ahnung, dann hat Dirk einfach so eine Box an so 100 von diesen QR-Code-Stickern für ein, zwei Special-Podcasts und dann verteilt die Dirk an so Special-Orten in Dresden. Was sind das Special-Orte in Dresden? Das Klo am Hauptbahnhof. Keine Ahnung. Klingt irgendwie witzig. Direkt vor Dirks Wohnung, nein. Nein. Doch. Doch, klar. nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo überlebt sowas in Dresden länger? Ach, irgendwo. Findet sich was. Irgendwo höher, so an Lampen oder so, oder keine Ahnung. Und dann. Ja. Oder dann können wir es bei uns auch irgendwie in Stuttgart an der Königstraße irgendwo, keine Ahnung. Ja, in der Stuttgart wäre geil. Können wir es da mal, dann übernehmen ich und Tim Dist und dann, keine Ahnung. Weiß ich, können wir welche.
sonst wohin, ja, you know. Es ist so dumm, einfach irgendwie auf so eine Art und Weise Podcast-Werbung zu machen, für den sich eh niemand juckt. Das ist mir egal, weil ich finde die Idee perfekt lustig. Und ja, Nils hat zu viel Zeit, weißt du. Da finde ich irgendwie die Sticker irgendwie witziger. Beides. Also, Gott. Ja, beides. Die Kombination. Die Kombi macht's, Digga. Halte ich. Ach ja. Stickstofftrikot. Liste. Jungs, ich habe hier übrigens noch einen letzten Gruselkeks, aber ich glaube, den kann ich nicht mehr essen. Ich glaube, der lebt mittlerweile. Ein Gruselkeks? Ist der in, keine Ahnung, der Kürbisform? Nein, hallo, wir haben doch... Oh ja, das... Ach so, Oh, ich habe noch eine Zimtschnecke gefunden. Ding, hä, ich habe doch in der Halloween-Folge über die Gruselkekse geredet, Dirk, das gibt's doch nicht. Dirk, bist du dumm? Ja, anscheinend. Dirk. Tim. Ja. Tim weiß bestimmt. Nisch. Tim weiß bestimmt noch. Nisch. Was die Gruselkekse waren, oder? Ja, das ist sowas wie Glückskekse, nur bringen die kein Glück, sondern da steht gruselige Sachen drin. Ja! Und die sind orange. Ja, genau. Ich habe noch einen einzigen davon. Soll ich den jetzt im September konsumieren? Im November konsumieren. Ja, konsumiert bitte im September. Die werden bis nächsten September haltbar. Also. Besser ist es. Ich habe so einen verfickten Schaden. Warum bringe ich ihn hier überhaupt? Also. Ja. Ich habe übrigens gesehen, es gibt nicht nur Bibi und Tina ASMRs, sondern auch noch Bibi Blocksberg ASMRs. Wo ist der Unterschied? Die einen sind halt mit Pferden und die anderen sind halt so mit ja. Habt ihr eigentlich das neue Video von Trashiger gesehen? Hexen trinken oder so. Und er hat zwei neue Videos gemacht. Nee, hab ich nicht. Nein, drei. Ich schau kein YouTube, ich schau nur. Hä? Pornhub Kids. Guck mal, deshalb war. Jetzt bin ich verwirrt. So, Jungs, also der letzte. Welches Trashiger Video? Ich hab. Weißt du, das Ding ist, ich hab Trashiger nur mit meinem Shorts-Kanal abonniert. ja, das ist doch der einzige, den ich damit abonniert hab. Und deswegen weiß ich nie, wann Trashiger Video hochlädt. Aber ich folge mir auf Twitter. Jungs, das ist Schicksal. Wisst ihr, was ich gerade für einen Spruch bekommen habe? Was denn? Wenn, geh dich vergraben. Wenn wir Hexen Süßes kriegen, siehst du uns auf Besen fliegen. Also. Digga, Bibi und Tina, Moment. Nee. Das ist so gruselig. Bibi, Moment, Digga. Ach, ich ist halt gerade echt gebraucht. Ja. Ey, bei mir steht hier noch so ein drei Wochen alter Kaffee. Ich glaube, der lebt mittlerweile, Hilfe. Ja, ich sag das gerade, weil ich den gerade fast verschüttet hätte und ich. Der Kaffee, der. Der Kaffee ist der mittlerweile auch. Magie. Der Kaffee ist mittlerweile auch vergruselt, vergeistert, verspuckt. Vergruselwut. Hat bestimmt auch eine Lizenz zum Spucken. Ich glaube, die Anspielung wird keiner verstehen, glaube ich. Oder? Nice. Oder? Das haben wir bestimmt schon mal erzählt. Die gute alte Lizenz zum Spucken. Mittlerweile ist das Problem, ich glaube, wir wiederholen uns bald. Nein, tun wir nicht. Doch. Tatsächlich ist doch unsere Liste Thema. Ja, aber wir haben ja auch vieles und so. Von der Liste noch nicht. Vieles nicht auf der Liste, was wir besprochen haben. So. Nee, tatsächlich. Merkst du was? Viel wichtiger ist, dass wir die Themen von unserer Liste vielleicht auch mal abhaken. Ja, ich tatsächlich denke ich, das ist wichtig. Aber ja, ja. Wo waren wir schon wieder, Alter? Wir hatten als letztes Bibi und Tina ASMR. Meinungen dazu? Ich hab's noch nicht gehört, ich höre mir das an. So im Hintergrund. Lass anstatt unserer normalen Musik jetzt das Bibi und Tina ASMR in den Hintergrund packen. Ja, okay, lass machen. Ja, das wäre sehr gut. Okay, hier, Klangreise auf dem Martinshof. Perfekt. Okay. Okay, das nächste Thema würde ich jetzt auslassen. Und dann habe ich hier noch das Thema Flaschenkissen. Hallo? Warte. Hallo? Warum? Warte mal, das sind doch nicht mal... Das sind doch nicht mal... Warte, welches jetzt? Mandarin oder Orange oder was mit den Flaschen? Was los? Wo ist mal jetzt bei welchem Thema? Die Mandarinen würde ich mal auslassen. Mandarinen?
Das, die ja. Jungs. Ja, keine Ahnung. Jungs. Ich hab da eine Geschichte dazu. Na dann erzähl halt. Also das Thema ist Mandarinen versus Orangen. Was findet ihr besser? Orangen. Mandarinen. Orangen kriegt man so schlecht auf. Ich habe letztens versucht, eine aufzumachen. Du musst, okay, du musst die kneten, Tim. Kneten? Ja, wenn ihr... Ja, das habe nee, hab ich auch versucht. Also ich habe es ja aufgemacht, hab die Schale so versucht abzupulen und habe dann versucht, die Orangenteile auseinanderzumachen. Hat er ein bisschen drauf gedrückt. Und dann hat die Orange dem Typen neben mir voll das Gesicht gespürt. Ich doch nicht. Der kann froh sein, dass er eine Brille aufgehabt hat, so schwer sein Auge her. Ja. Was ist denn? Was ist mit dem Bild? Die Kühe, die Pferde. Alter, Freddy. Jo, die Kühe, die Kuh steht da in Rot. Hallo? Was ist die Kuh einfach nur da rein? Der Rest oder? Auch, guck dir die Hühner an, das passt alles gar nicht. Das sieht einfach aus wie dieses Stickerheft. Die Kuh steht einfach auf der Bank. Das sieht aus, als hätten die es mit dem Stickerheft ja. gemacht. Apropos Stickerheft, das heißt Auswahlbuch wieder. Wie lange ist das jetzt bei dir? Nils, ich will eine Antwort haben. Ja. Nils, ich werde dazu ein Video machen. Okay, also ich finde tatsächlich... Ah, das muss ich mir aufschreiben. Warte, ich muss mir kurz aufschreiben. Wenn Nils mir nicht bald das Stickerbuch bringt, dann kriegt er eine Ansage in den Video. Ja. Perfekt. Ja. Ich finde, Orangen sind leckerer und Mandarinen gehen besser auf. Ich finde Mandarinen aber auch gut. Ja, aber die Frage ist, wenn du eins von beidem als ballistisches Geschoss verwendest, welches kann mehr Schaden anrichten? Orangen, die sind Orange. Ja. Und größer. Ja, aber. Das sind nämlich darum, wir sollten mal eine Kartoffelkanone bauen. Können wir. Hätte ich Bock drauf. Ja, hättest du? Das ist verdammt nochmal illegal. Was? Auch dabei, Junge, in Deutschland darfst du nichts machen. Du darfst. Mann! Ich habe schon eine Frechheit. Du darfst keine Salpetersäure haben. Nils, wir können uns ja zusammenschließen und beide bei Verdi Mitglieder. für einen freien Verkauf von Salpetersäure, dass ich in meinem Keller Sprengstoff machen kann, ja. Ich weiß doch nicht, was Verdi dabei reißen soll, aber Verdi macht Verdi das. Macht das. Solange sie dich rausschmeißen, ist alles gut. Okay, gut, ja. Ja, also zu Kartoffelkanonen kann ich noch sagen, unser Physiklehrer hatte eine und das war fucking illegal und wir haben die im Unterricht benutzt. Hä? Als ob das wirklich... Warum ist das illegal? Na, weil es ein ballistisches Ding ist, was du laden kannst. Willst du dann ballistisches das Ding... Es zählt tatsächlich unter das Waffengesetz. Alter, Nils, kennst du doch die Kartoffelkanone? Ich wandere nach Syrien. Was? Ich... Kennst du doch die Kartoffelkanone aus Beat Boss 3 mit der... Warte, das jetzt. Mit den Kisten, den Molotov-Cocktails und der Abrissbirne, wo immer mein Handy abgestürzt war. War das nicht diese mega Geldfarm-Kombi, die wir uns ausgedacht haben? Ja. So, kennst du Beat the Boss 3? Warte, was? Kennst du Beat the Boss 3? Spielst Beat the Boss. Nein. Spielst Beat the Boss. Das ist ein 3. Handyspiel. Kenn ich nicht. Ach Mann. Ich kann über nichts reden. Schreib mal 187 in die schreib mal 15848 Besco in die Kommentare, wenn ihr Beat the Boss 3 gespielt habt. Dirk, du nimmst jetzt dein Handy und lässt Beat the Boss 3 runter. Das geht nicht. Der hat kein Play Store. Wie, der hat kein Play Store? Was? Natürlich habe ich Play Store. Ach so. Warte, hast du so Touch oder? Alter. So, Dirk, du spielst jetzt Beat the Boss 3, ist mir egal. Nein. doch, natürlich, hä? Dirk, hä? Warte, ach, das ist das Ding. Ja, ja. Das ist ja schon uralt. Ja, ach, nicht. Ich würde sagen, das ist älter als du. Kennst du es ja, oder das kennst ist wahrscheinlich du? Schon älter als ich. Das ist doch quasi so ein altes Flash-Game noch. Ja. Ja. Ich höre immer nur die Schläge. Ja, komm, machen wir weiter. Ja, war das Mandarinen-Orangen-Thema jetzt schon durch? Ja, ne? Ja, da sind wir zu ballistischen Objekten gekommen, da sind Kartoffelkanonen illegal folglich. Perfekt. Schrecklich hier bei uns. Ich habe hier tatsächlich noch den Sticker-Talk. Land und eigene. Land und eigene. Ah, der Landsticker? Ja, Landsticker. Dann lässt sich gleich auch wieder neue bestellen. Ja, mach das. Kannst gleich so eine Massenbestellung machen.
Ja, das geht nicht. Du kannst schon noch. Wahrscheinlich halt noch fünfmal mehr. Ja, das geht aber nicht. Wieso nicht? Du hast doch auch mehrmals bestellt. Ja, und ich habe einmal bekommen. Ah, das war nur einmal dann. Zwei von jedem. Ach so. Komm, vielleicht ist der Rest noch auf dem Weg. Ja, genau. Aber konntest du nicht nur zwei von einer Sorte bestellen und du hast dreimal bestellt? Ich habe viel bestellt, aber ich habe nicht viel bekommen. Hm. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, richtig. Ich finde es sehr witzig, wie Leute vom Reddit hier IRL hier Dingsbums. Ja, der Scheiße fotografieren. Was? Nein, nicht von Reddit. Ah, falscher Reddit. Von ich IRL. Ja. Find ich cool, dass es manche Leute gibt, die einfach ihre wertvollen Stunden nutzen, um Sticker davon zu erstellen und sie irgendwo in Innenstädte zu pappen. Jungs, apropos Stunden, ich muss eigentlich noch bei dem Slin Design Wettbewerb mitmachen. Ja, Slin Design irgendwas mit Slin und Teller, aber ich weiß nicht mehr, wie lange der geht. Ah, stimmt, gehört. Ja, das war auf dem Server. Da wollte ich eigentlich irgendwas machen, aber ich habe mich auf dem Discord Server vergessen, dass ich es machen will. Ach so, ja, kann. Du könntest dich in Nutella einschmieren und dann irgendwie durch unser Dorf hier rennen. Klingt gut. Danach wäre ich tot. Warum nimmst du es? Was bringt das? Hä, was ist denn das eigentlich für. Beim Design-Wettbewerb soll ich mich mit Nutella einschmieren oder wie? Ja, guck mal, du kannst ja daraus irgendwas editen, oder? Halt deinen Maul. Edit du doch da was draus. Du bist ja hier der Marius Müsli hier, der die ganze Zeit den Podcast verunglimpft. Du, ich verunglimpf den nicht, ich mach den zu einem. Doch, du schneidest alles raus! Nein. Nein. Doch. Ja. Wenn ich den Podcast sehe, ist an dieser Stelle ein schwarzer Balken. Oh, hoppala, Tim, ich bin wieder rausgeschnitten worden. Das ist aber scheiße gewesen. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, du musst halt mal weniger stöhnen, gell? Ah! Ja. Tja, Tim, da bist du weg. Nee, ich weiß nicht mehr, was das für ein Stöhnen war, aber ich wurde jetzt überstöhnt. Du würdest was überstöhnen. Ja, das habe ich auch im letzten Podcast gesehen, dass der Scheißstöhnen darüber gepackt hat. Ja, weil ich richtig fand. Ja, ich nicht. Ach. Warte, über Clowns hatten wir auch schon geredet, ne? Clowns? Ja. Verstehst du mal die Clowns? Polen? Was hast du gesagt? Ich habe heute eine Nachricht von einem Menschen bekommen und der hat gesagt, er war im Gericht. Im Gericht? Ja, ja. Was für ein Spaghetti-Schnitzel? Nein, so Amtsgericht. Okay, was hat er verbrochen? Nee, der hat einfach nur dabei zugeguckt, wie irgend so ein Pole wegen Diebstahl angezeigt wurde. Das waren seine Worte, nicht meine. Woraus sind polnische Autos? Aus Diebstahl. Finde ich witzig. Dirk, sag mal Autobahn. Autobahn. Du hast eine nackte Frau überfahren. Das stimmt überhaupt nicht. Hä? Das stimmt überhaupt nicht. Die hatte nur keine Haut mehr. Bist du jetzt Dirk oder nicht? Ja. Okay. Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass das hier eigentlich nur alles ein so ein Monolog ist von jemand mit. Ich dachte, wir haben uns doch extra am Anfang vom Podcast vorgestellt. Nee, wir sind ja eigentlich das, alle. Das ist doch ein Monolog von ja, mir. Ja, Dirk, wir existieren nicht. Dirk hat einfach nur mentale Probleme. Genau. Mach mal dein Beat the Boss Load, ich höre den fast gar nicht. Ja, ne? Ne, lass einfach mal laufen. Nein. Junge, der Podcast, Alter, was? Das hast du wahrscheinlich eh wieder rausgeschnitten. Nein, habe ich nicht. Ich schneide das einfach gar nicht. Ja. Tatsächlich sind wir schon so weit fortgeschritten, dass wir langsam die Kommentare vorlesen können. Ja! Was gegen die Woche? Was? Ich glaube, wir haben nicht mal was gegen die Woche richtig abgeschlossen. Doch, haben wir. Haben wir das? Oh nein, haben wir was müssen jetzt doch mal einen Cut danach machen. So, das Thema ist jetzt abgeschlossen. Wir machen das offiziell ein neues Thema, weil wir sind ja der Gedankenfestschiss. Soll ich mir für 34,19 Euro 270.000 Coins in Beat the Boss 3 kaufen? Ja. Ja. Das ist nichts. Damit kannst du dir nichts kaufen, Alter. Was?
warum kostet das? Mann, ja, halt mal dein Maul, ich bin der Fan. Ey, Jungs, ich hatte voll viel im Bitter Boss 3, fällt mir gerade auf. Ich hatte den Sandwurm, ich hatte den Kamikaze-Flugzeug, ich hatte den Virus. Das. Ich hatte den. Das Kamikaze-Flugzeug. Ich hatte den, den Raketen, ich hatte den Lack. Warte kurz. Ja. Ja. Lesen wir vor? Wir lesen vor, Dirk, du liest vor. Okay, Devil 66 vor 3 Wochen. Hallo, wir müssen jetzt Kommentare kommentieren. Das Gruseligste, was ich je erlebt habe, ist folgendes. Ich ging kacken und nachdem ich fertig mit dem. Verdammt. Warte, sorry, das hat mich schon gepackt. Und nachdem ich fertig mit dem Kacken war, bemerkte ich, es gab kein Klopapier mehr. Das ist fucking gruselig. Warte mal, Dirk, es hat dich gepackt. Hat dich etwa das Tanzfieber gepackt? Oh ja, Dance mit der Gänse. Du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei. Und fühl dich heute frei. Ja, also FC Bombs hat gesagt, kenne ich leider zu gut. Kann ich nur beipflegen? Ja, kenne ich leider nur zu gut. Okay. Und FC Bombs, FC Bombs. Wer nicht? FC Baums wurde eine Packung Lebkuchen bestohlen. Devil66 schreibt Hashtag Gurke. Warte, heißt er hat den Podcast bis zu Ende gehört? Ich glaube schon. Ja. Fuck. Warte, ich wollte das nicht herzen, glaube ich. Ja, bestimmt wollte ich das. Ja, das wolltest du herzen. Ich habe ja den Podcast nicht angehört. Ja, würde ich auch nicht mehr. Hey, wer hört sich schon unseren Podcast an? Halt ja, echt. Ihr anscheinend. Das ist einfach blöd. Ja, Jungs. Heiße Nudel ist eine Person, die in 3 Persönlichkeiten gespalten ist. Es hat Birkendirk, Birkendirk und Birken. Ich meine Birkendirk, Birkendirk und Biekendirk. Biekendirk, ja. Alter. Biekendirk. Da biegen sich die Biken. Da balken sich die Birken. Da balken sich die Balken. Da biegt sich der Balkan. So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Also war da die heiße da Nudel sich 3 Persönlichkeiten Balkan. Und diese 3 Persönlichkeiten nehmen dann zusammen diesen Podcast auf? Ja. Nein, eigentlich. Es kommt irgendwie hin. Weißt du, da biegt sich der Balkan. Da kannst du nichts machen. Der Balkan-Käse. Ach ja. Devil66 hat so viele Kommentare geschrieben, es ist unglaublich. Der ist der aktivste Zuhörer, Alter. Mein halt echt? Richtiger aktiver Spitzer. Ja, also Devil66 tut mir leid. Top 3 der gruseligsten Dinge. Die Nummer 3, ein nackter Tim. Die Nummer 2, soziale Probleme. Und die Nummer 1, Steuer. Alter, fällt mir ein, habt ihr schon eure Steuerverklärung abgegeben? Nö. Das Witzige ist, ich darf tatsächlich nächstes Jahr Steuererklärung machen. Geil. Ey. Yeah. Stark. AKA Dirk Leid. Hinterzieht Steuern. 4 Minuten 37, Tomatenmark, Hashtag Gurke. Was kann man an der Stelle? Keine Ahnung. Sieht so aus, als habe ich das gemacht. Warte. Was kann man 45 Minuten 30? Weil da hat FC Baums geschrieben, ich habe jetzt eine, danke. Eine war's. Weiß ich nicht. Hat eine. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er damit thailändische Freudensklaven meint. Warte. Slade. Okay, Slade. Hm. Ja. Wir schwatzen da nur. Was? Bei 45, 30 oder wie? Nee. Ja. Da schmatzen wir nur. Warte, vielleicht hat er das davor gemacht? Ne, wir schmatzen. Warte. Tim, ist das der richtige Podcast, warte, den du gerade hörst? Ist das die richtige Folge? Alter, fick dich ins Knie! Er hat gemeint, wir haben da gesagt, eine Phobie vor Essgeräuschen. Es fuckt mich so ab, wenn Leute immer bei diesen Timestamps das nehmen, wenn ihnen der Kommentar entfällt und nicht dann, wenn der eigentliche Scheiß anfängt. Ja, das muss dringend, ne? Das müssen Leute echt dringend beachten. Das ist unglaublich. Und er hat sich darüber beschwert. Und was war bei Tomatenmark? Ich glaube, ich habe einfach. Das hat, glaube ich, irgendwas mit Hey Stan zu tun gehabt, oder wie der hieß. Jokes hat geschrieben: Ich bin hier und höre den Podcast, weil ich eine Rekrutierungsfrau von meinem gewünschten Ausbildungsplatz anrufen soll. Kriege da sofort Muckensausen. Das heißt Muffensausen. Nee. Ab jetzt heißt es Muckensausen. Muckensausen ist auch gut. Wenn du es jetzt nicht angerufen hast, willkommen im Hartz-IV-Land. Viel Spaß bei deinem FSJ oder bei deinem Bufti oder wie auch immer der ganze Scheiß heißt. Ja, ich wünsche ebenfalls viel Erfolg, dass du dich
hochreißen kannst und bei der Rekrutierungsfrau anrufen kannst. Dann von einem Gaming-Dude vor 2 Tagen. Ja, ey, meine 3. Packung Nachos. Oh. Finde ich gut. Geil. Ja, aber finde ich gut, es kriegt ein Herz von mir. Das ist sehr gut. Ich hab grad mehr. Dann noch mal von einem Gaming-Dude. Das Gruseligste, was ich je erlebt habe, war, als ich plötzlich nachts um 3 laute Mocky-Geräusche nachgemacht habe. Ich glaube, ich habe jetzt Autismus. Habe was vergessen? Meine Grundschule, die Toiletten waren dort so schlimm. Warte, was sind Mocky-Geräusche? Weiß ich nicht. Kaffee. Mocky, Mocky, Mocky. Ja. Ja, aber Toiletten auf der Grundschule sind echt scheiße. Nö, ich fand es ging voll. Bis auf, bei uns hat jemand Böller reingeworfen. Wo einer Böller reingeschmissen hat. Ja, bei euch auch, ja gut. Ja, bei uns auch. Egal. Ey, das ist voll beschissen. Ja, ich bin letztens. Aber ansonsten gehe ich damit, dass, ja, Autismus zu haben nach Mocky-Geräuschen, das ist echt gruselig. Was sind Autismus-Geräusche? Keine Ahnung. Von Q vor einem Tag, wenn im Hintergrund Tim als Geist ist, aber Tim auch an der Theke sitzt, wer ist dann der echte Tim? Ist Tim der an der Theke nur eine Attrappe, damit wir denken, er sei am Leben, in Wirklichkeit habt ihr ihn aber umgebracht und jetzt ist er gezwungen, bis in die Ewigkeit euch mit diesem Podcast zu drehen, dann wird es wohl nie erfahren. Ja, ich bin tot, deswegen versuche ich mich ja auch über Verdi rauszuklagen, weil mein Chef hieß mich nicht los. Ah, und Hashtag Gurke, Hashtag Schwabedi-Dabedi. Oh mein Gott, Q hat auch bis zu Ende gehört. Natürlich. Schreibt jetzt Thomas die Lokomotive in den Podcast. Werdet alle mit unter den bei Podcast, Verdi und einfach den rausschmiss von Nils und klebt euch auf die Straße dafür. Das passiert mit den Leuten, die sich da haben. Ich kann mir auch Beat the Boss holen und da irgendwie Nils machen, dann kann ich Nils. Ich hab damals Leute aus unserer Klasse gemacht, das war... Ja, ich weiß. Das war interessant. Das habe ich hier nicht. Ich kenne Nils Moment an der Stelle. Ansonsten würde ich jetzt weinen, das war's für diese Ausgabe. Stimmt, Zeit, ja, fuck. Ja. Schreibt jetzt Thomas die Lokomotive, wenn ihr bis zu Ende gehört habt. Und Schrabbedi-dabbedi. Schrabbedi-dabbedi. Ciao. Ciao. Mulm. Ich beende die Aufnahme. Ja. Ich wohne eigentlich in der Scheune und neben mir liegt die Kuh, Gieselhilde. Steht Dresden? Ja, Dresden steht noch. Schreibt mal in die Kommentare. Klosorte. Das kann nur von einem kommen, der Plinse sagt, Alter, ohne Witz. Zur Dusche für Zwerge. Hashtag Hälsennudel. Tiefspüler und die Flachspüler. Dieser Gedankendurchfall. Ey, der Podcast ist einfach Gedankendurchfall. Oh mein Gott. Das ist auch eine gute Idee. Gedankendurchfall. Das wäre echt ein lustiger Name.